Das dritte Lichtlein brennt, Coldplay sind mit einer neuen Single am Start und die große Vorfreude auf nächste Woche. Das alles und mehr jetzt bei Was geht, fangen wir doch gleich an mit dem Musikvideo der Woche. Unser Musikvideo der Woche ist Coldplay mit Everglow. Everglow, der Titel ist Programm. Das Lied hat als spontane Akustikversion so viel hergemacht, dass es nochmal veröffentlicht wird. Diese Akustik-Single-Version entstand nämlich nur deshalb, weil ihnen einst bei einer Live-Show der Saft abgedreht wurde und Chris Martin spontan eine Unplugged-Version von Everglow spielte. Übrigens gibt es in der Version ein Feature eines Ausschnitts von Muhammad Alis Rede, die er 1977 von einem Live-Publikum gehalten hat, in dem er erklärt, dass er sein Leben dem Guten widmet und wenn er sterben sollte und es einen Himmel gibt, er ihn sehen wird. Im Frühling bringt Coldplay ihre EP namens Kaleidoscope auf dem Markt und gehen im Sommer auf Tour. Leider schaffen sie es nur einmal nach Deutschland, aber dafür gleich mit 2 Dates in Frankfurt. Also holt euch auf jeden Fall Tickets. Wie schon angekündigt, findet nächste Woche unser großer Warner-Jahresrückblick statt. Ja, und jetzt seid ihr gefragt, denn was ist denn das Musikvideo des Jahres? Und damit ihr euch nicht durch alle Videos klicken müsst, haben wir für euch schon mal eine Auswahl getroffen. Ja, bei uns in der Redaktion wird auch schon heftig gestritten, welches Video den Titel verdient hat. Wir schauen mal rein, welche 5 Videos am Start sind. Devoted to destruction, a full dosage of detrimental dysfunction. Lil Wayne, Wiz Khalifa and Imagine Dragons with Logic and Ty Dolla $ign featuring Ex-Ambassadors mit Sucker for Pain. Wer Fan des Films Suicide Squad ist, wird wohl auch nicht daran vorbeikommen, das Video zu Sucker for Pain zu feiern. Ich finde die Verbindung von echten Filmausschnitten mit nachgestellten Bösewicht-Szenen der Artist ist ganz eindeutig gelungen. Als mega Suicide Squad-Fan ist natürlich das Video zu Sucker for Pain mein Video des Jahres. Außerdem haben Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Imagine Dragons und was weiß ich noch für alles mitgemacht und der Schnitt ist auch der Hammer. Na, da versuch, Jana, aber das beste Musikvideo 2016 braucht eine Story. Maxim kombiniert Story und Musik perfekt, also wählt Willkommen im Club. Willkommen im Club, die Veteranen zeigen ihren Namen und die Alkis trinken mit ihren Schluck. Mit dem Video hat Maxim es wirklich geschafft, dass ich von Anfang bis Ende mit den Darstellern mitgefiebert habe. Erst am Ende des kleinen Kurzfilms wird klar, dass der Verbrecherbande der Coup doch nicht geglückt ist, was das Ganze noch spannender macht. Wir halten fest, lassen nicht los, machen mit. Nicht schlecht eure Ideen, aber ich bin für Van Holzen mit Wüste. Sie sind 16 und haben mit einem ganz kleinen Budget ein Mega-Video aus dem Boden gestampft. Ich finde, sie haben das am meisten verdient. Ich finde das Video zur Wüste irgendwie total mysteriös. Schon allein wegen der komplexen Handlung. Aber diese wunderschönen Landschaften und die beiden Protagonisten haben mich einfach in ihren Bann gezogen, sodass ich nicht wegschauen konnte. Coldplay, Up and Up. Genauso wie Everglow stammt Up and Up ebenso aus dem Album A Head Full of Dreams. Mit dem Video zum Track macht Coldplay dem Albumtitel alle Ehre. Sie haben es wirklich geschafft, mich in ihre surreale, aber einfach wunderschöne Welt mitzunehmen. Ich meine, wer würde sich nicht mal über eine fliegende Schildkröte am Bahnsteig oder einen popcorn-spuckenden Vulkan freuen? Beide weg mit euren Actionfilmen. Ich meine, Coldplay kann auf Provokation und auf Action total verzichten, weil sich das komplett auf die Musik konzentriert. Also ganz klar Up and Up. Ein Kinofilm-Zusammenschnitt reicht euch schon. Bruno Mars mit einem verdammten Jetski durch den Pool. Deswegen 24K Magic. Als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, habe ich direkt gute Laune bekommen und hätte mich am liebsten zu Bruno Mars und seiner Crew ins Video gebeamt. Eine Party in Las Vegas mit meinen Freunden, ich wäre sofort dabei.
So, Freunde, jetzt habt ihr meine Meinung und die Meinung der Warner Crew gesehen. Ja, wer wird denn jetzt nun das Musikvideo des Jahres? Jetzt liegt's bei euch. Votet hier oben auf jeden Fall. Und wir sehen nächste Woche, wer gewinnt. Bruno Mars war bei Carpool Karaoke zu Gast. Ja, genau, ihr kennt doch diese Sendung, wo James Corden so Leute einlädt, wie zum Beispiel auch Michelle Obama, und dann so geile, lustige Gespräche entstehen. Ja, und Bruno Mars hat in der Sendung natürlich ein paar Hits von sich performt und natürlich sein Pokerface gezeigt und so andere lustige Dinge. Schaut euch die Sendung auf jeden Fall an, sie macht Lust auf mehr. Bring mich wieder zum Singen, oh, oh. Denn nur mit dir hör ich Melodie. Bring mich wieder zum Singen. Oh. Seit heute gibt's bereits Mike Singers zweite Single vom kommenden Album Karma zu hören. Bring mich zum Singen heißt das gute Stück, in dem er die Herzen seiner jungen Fans wieder höher schlagen lässt. Checkt das Video unbedingt ab und wenn ihr es vergessen haben solltet, am 24. Februar kommt sein Debütalbum Karma endlich auf den Markt. Der YouTube-Jahresrückblick ist endlich online. Ja genau, YouTube Rewind, wie jedes Jahr immer der Kracher auf YouTube. Und ein paar deutsche Stars haben es auch mit reingeschafft. Zum Beispiel Bibi und Julian und auch Dagi B. Aber die sieht man auch nur mit einer Lupe in Sekunde 46. Ja, und warum erzähle ich euch das Ganze? Ja, Major Lazer haben den ganzen Music Mix im Hintergrund gemacht. Checkt das auf jeden Fall ab, ist auf jeden Fall sehenswert. The cloudless sky, you are so free, but earthbound am I. Unsere Newcomerin der Woche ist Valentina Mehr, die uns einen romantischen Song namens Paper Heart beschert. Mit dem Song beschreibt sie den Moment, in dem man begreift, wie zerbrechlich man selbst ist und wie schutzlos man den Dingen ausgeliefert ist. Ihr Talent kommt nicht von irgendwoher. Ihre Eltern spielen schon seit vielen Jahren gemeinsam in einer Band. Und da lag es natürlich nahe, dass auch sie mit dem Singen beginnt. Auch Valentina war wie viele andere junge Leute Backpacken in Australien. Dort entdeckte sie das Songwriting für sich. Und durch einen Zufall begegnete sie einer Mitarbeiterin eines Musikmanagements, die unter anderem auch Philipp Prozell betreuen. Nach der Reise wurde dann der Kontakt wieder aufgenommen und ein paar Songs später signte sie auch schon bei Warner Music. Ja, Paper Heart ist ihre erste Single von ihrem Debütalbum You. Und ja, dieses Album kommt am 3. März 2017 auf den Markt. Nach 4 Jahren meldet sich Tudor Cinema Club endlich mit einem neuen Album zurück. Mit dem gehen sie natürlich auch auf Tour und für 5 Termine auch nach Deutschland. Du kannst jetzt 2 Tickets gewinnen. Geh dafür einfach auf warnermusic.de/Gewinnspiele. Justice gehen nächstes Jahr auf Women World Tour. Ja, und nach ein paar Jahren Abstinenz sind sie nun endlich wieder zurück und kommen natürlich auch nach Deutschland. Ja, und das ist mein persönlicher Tipp für euch. Sichert euch unbedingt Tickets für Berlin oder Köln. Jetzt habe ich noch einen Adventstipp für euch, um euch so richtig in Weihnachtsstimmung zu bringen. Zum einen haben wir das Simple Plan, die sich wünschten, dass jeden Tag Weihnachten wäre. Und zum anderen Kylie Minogue, die uns mit ihrem klassischen Weihnachtssong sagen will, It's the most wonderful time of the year. So, Freunde, nächste Woche ist unser großer Warner-Jahresrückblick, wo wir unter anderem den Sommerhit des Jahres, die Top 3 Newcomer und die beste Akustikversion 2016 küren. Und ja, fast vergessen, natürlich auch das Musikvideo des Jahres, wo ihr gefragt seid. Deswegen, wenn ihr es nicht schon getan habt, bitte, bitte abstimmen. Ja, ich freue mich schon ganz doll. Und jetzt könnt ihr noch unsere Christmas Eve Playlist abchecken. Und ja, wir sehen uns nächste Woche in alter Frische. Bis dahin, eure Vero.